Ja, hallihallo liebe Individualisten und herzlich willkommen zu meiner Videoantwort für den Martin vom Kanal Survival Ost zum Liebster Award. Lieber Martin, vielen Dank für die Nominierung. Die hat mir gleich mal ein paar zusätzliche Abos eingebracht. Ja, der Liebster Award ist so eine Art Staffellauf für YouTuber mit der Idee oder dem Hintergedanken, noch nicht so bekannte und nicht so große YouTube-Kanäle etwas bekannter zu machen. Hat soweit ganz gut funktioniert für mich. Und ich beantworte dir deine Fragen natürlich sehr gerne, lieber Martin. Eins vorweg, für diejenigen von euch, die meinen Kanal schon etwas länger schauen. Ich bin heute vielleicht nicht ganz so fröhlich, wie ihr das von mir gewohnt seid. Liegt einfach daran, dass ich heute die Nachricht über eine schwere Erkrankung eines mir sehr nahestehenden Familienmitglieds bekommen habe. Seht mir das also bitte ein bisschen nach, wenn ich heute nicht ganz so gut gelaunt bin. Aber umso mehr war das ein Grund für mich, heute rauszugehen, dieses Video zu machen für euch, schon alleine, um mich ein bisschen abzulenken. Gut, dann kommen wir aber zu Martin seinen Fragen. Ich werde dann am Ende dieses Videos auch nochmal weitere YouTuber nominieren und werde Ihnen in der Videobeschreibung unten meine Fragen stellen. Es werden allerdings etwas weniger werden, weil der Martin hat, glaube ich, 11 YouTuber nominiert. Bei mir werden das wahrscheinlich 3, maximal 4 werden, weil ich eigentlich gar nicht so vielen YouTubern folge, es sind glaube ich in Summe 13. Davon sind einige englischsprachige Kanäle. Und ja, also ich denke, es macht noch Sinn für deutschsprachige Kanäle, diesen Award durchzuführen. Und deswegen werden das eher etwas weniger werden bei mir, aber nichtsdestotrotz, ich hoffe, dass diejenigen auch Spaß dran haben an der Beantwortung meiner Fragen. Aber jetzt beantworte ich erstmal die Fragen, die mir der Martin vom Kanal Survival Ost gestellt hat.
Frage Nummer 1. Was machst du beruflich? Ja, lieber Martin, ich bin genauso im Bürohengst wie du. Ich bin Entwicklungsingenieur in der Automobilindustrie für einen deutschen Automobilhersteller mit Sitz in München. Ich mache dort oder bin verantwortlich für die Front- und Heckleuchten für eine Baureihe. Oder nicht Baureihe, sondern eigentlich, ja, Baureihe könnte man eigentlich auch sagen, Derivat, wie auch immer. Muss also zusehen, dass meine Lieferanten, die die Leuchten auch entwickeln, schlussendlich das so machen, dass das auch so funktioniert, wie wir uns das im Auto dann wünschen und vorstellen. Bin dementsprechend relativ viel auf Dienstreisen unterwegs zwischendurch, vor allen Dingen bei meinen Lieferanten und in unseren Werken. Ja, das ist das, was ich beruflich mache. Es macht mir riesen Spaß. Ich mache das jetzt seit 2 Jahren. Ist eine richtig coole Truppe, wo ich da drinnen bin, und ja, macht echt Spaß. Macht echt Laune. Ich war vorher knapp 11 Jahre bei einem Zulieferer, auch für Frontleuchten, also Scheinwerfer. War dort als Lead-Konstrukteur vielmehr unterwegs hauptsächlich. Hat auch Spaß gemacht, aber es hat sich dann einfach die Chance mit München ergeben und die habe ich ergriffen, und seitdem bin ich jetzt seit März 2015, Ende März und Anfang April 2015 in München unterwegs. Ja, das ist, was ich beruflich mache. Frage Nummer 2. Was war der schönste Moment als Kind, an den du dich erinnern kannst? Den schönsten Moment in dem Sinn gibt es nicht wirklich. Also es gibt nicht dieses eine herausragende Erlebnis. Es ist tatsächlich so, dass ich mich an mehrere Sachen gerne zurückerinnere, an mehrere schöne Erlebnisse und Erfahrungen. Das ist ja, viele Abenteuer mit meinem Bruder gemeinsam draußen, Lager bauen, am Bach spielen und so weiter. Auch Erlebnisse mit Freunden, Momente auch mit unseren Haustieren, die wir hatten im Laufe der Zeit. Die Wanderungen, die wir mit unserem Vater gemacht haben in den Bergen, sehr viel am Schneeberg in Niederösterreich. Ja, die Zusammenkünfte mit der Familie, mit unserer doch recht großen Familie, Cousins, Cousinen, auch riesen Spaß gehabt immer. Ja, gibt eigentlich viele Sachen, an die ich mich gern zurückerinnere. Aber so diesen einen großen Moment eigentlich in dem Sinn gibt es bei mir eigentlich nicht. Frage Nummer 3. In welches Land würdest du ziehen, wenn du alle Möglichkeiten dazu hättest? Oder würdest du in Deutschland bleiben und wieso? Also in Deutschland bleiben wird schwierig, weil ich eigentlich nicht wirklich in Deutschland mich jetzt heimisch fühle, sage ich jetzt mal. Ja, ich wohne unter der Woche von Montag bis Donnerstag in München, fahre dann Donnerstag nachmittags, abends aber wieder heim nach Österreich, bin dann Freitag bis Sonntag in Österreich. Das ist auch das, wo ich mich daheim fühle. Also ich glaube, in Deutschland bleiben tatsächlich nicht. Ich würde allerdings auch nicht in Österreich bleiben. Ich meine, wir haben sehr schöne Flecken in Österreich, aber es gibt einfach auch ein paar Dinge, die mich stören. Die vielleicht in anderen Ländern anders geregelt sind und eher so geregelt sind, wie ich mir das vorstelle. Aber welches Land wäre es? Wo würde ich hingehen? Schwer zu sagen. Also es gibt ein paar Auswahlmöglichkeiten.
Ein Land wäre, eine Möglichkeit wäre Kanada. Einfach die ausgedehnten Waldgebiete, die es dort gibt, die vielen Wildtiere, Wölfe, Bären, Luchse, alles, was man dort so sehen kann, wenn man sich die Zeit dafür nimmt. Auch die Leute sind, glaube ich, ganz cool da drauf, da drüben. Es sind viele Sachen sehr viel unkomplizierter wie bei uns. Also Kanada wäre eine Option für mich. Was mich auch sehr reizen würde, wären die skandinavischen Länder, Norwegen, Schweden, Finnland. Was mich dort reizen würde, sind einfach diese endlosen Landschaften, extrem dünn besiedelt im Vergleich mit Österreich oder Deutschland. Sehr viel Natur, die Menschen auch, glaube ich, viel entspannter als bei uns, mit einfach einer ganz anderen Lebenseinstellung. Das, glaube ich, wäre, also die skandinavischen Länder wären definitiv auch eine Option. Island wäre eine Option auch für mich. Wenn ich jetzt, also es geht ja immer unter der Prämisse, wenn du die Möglichkeiten dazu hättest. Island wäre auch ziemlich cool, einfach weil Island mit dem ganzen Vulkanismus, den Gletschern, den schroffen Landschaften, den lieblichen Tälern, also ganz abwechslungsreiche Landschaften auch, unheimlich sympathische Menschen, freundlich, mit irgendwie gefühlt überhaupt keinen Vorurteilen. Das ist also echt, Isländer sind ein cooles Volk auch. Und Island hat halt auch viele warme Quellen durch den Vulkanismus. Und ich denke, da würden sich schon einige sehr, sehr schöne Platzeln finden lassen, um dort zu leben. Wenn man die Möglichkeiten hat dazu, jetzt von der wirtschaftlichen Seite einfach auch durchzukommen. Alternativ eventuell noch die Azoren, so ein bisschen Island in warm, etwas weiter südlich gelegen. Mitten im Atlantik, auch ganz entspannte Menschen, sehr sauber, sehr wenig Tourismus auch. Also die schauen da ganz, ganz gut drauf, dass das nicht zu viel wird. Azoren ist auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit. Würde mir, glaube ich, auch gefallen. Also, ja, auch wieder einige Dinge zur Auswahl. Müssten wir dann schauen, wo es mich dann tatsächlich hinziehen wird. Keine Ahnung. Frage Nummer 4. Welchen YouTuber würdest du gerne mal persönlich kennenlernen? Da gibt es tatsächlich mehrere. Ich hoffe, das macht jetzt nichts, wenn ich nicht nur einen nehme. Der eine wäre auf jeden Fall der Benjamin Klausner aus dem Schwarzwald. Ist einfach ein cooler Typ, ist sehr naturverbunden, ganz ein ruhiger Typ, macht wunderschöne Videos und vor allen Dingen, der kann richtig gut kochen. Ein zweiter wäre der Saki, Kai Sackmann. Einfach weil er ein saustarker Typ ist, macht richtig coole Touren, macht sich aber sehr viel Gedanken, ist sehr sicherheitsbewusst, denkt über viele Dinge nach, sehr genau nach. Der ist schon auch sehr cool drauf. Und vor allen Dingen, der hat auch richtig viel Wissen. Von dem könnte man einiges lernen. Ein anderer YouTuber, den ich sehr gern mal kennenlernen würde, wäre der Martin vom Kanal Gia Schlossmühle in Tirol. Einfach auch ein saustarker Typ und er ist auch derjenige, der mich dazu gebracht hat, meinen inneren Schweinehund zu überwinden und damit zu beginnen, Klettersteige zu gehen. Ja, und ihn und seine Rottweilerhündin, die Gia, die zwei würde ich auch gerne mal kennenlernen. Schon alleine für die wunderschönen Landschaften, in denen er unterwegs ist und die Berge Tirols, ist einfach die Panoramen und die Landschaften einfach traumhaft. Und ja, Martin ist auch eine coole Socke. Dann natürlich Martin vom Kanal Survival Ost.
Du bist auch ein richtig starker Typ. Deine Videos sind auch richtig cool, weil sie einfach so ganz anders sind. Ich glaube, das wird auch Spaß machen, wenn wir mal eine Tour gemeinsam machen würden. Einen YouTuber, den ich noch gerne kennenlernen würde, was wahrscheinlich aber relativ schwierig werden dürfte, weil er in Kanada daheim ist, ist der Joey Robinette mit seinem Schäferhund Scott. Die zwei sind auch, machen auch richtig coole Touren. Joey ist auch einer, der auch sehr viel weiß, sehr viel draußen ist, lebt auch tatsächlich von seinem YouTube-Kanal, ist also wirklich einer von den Großen und Erfolgreichen da draußen, ist aber trotzdem ein richtig starker Typ und glaube ich auch ein sehr starker Familienmensch. Und ja, ich glaube, das würde mir auch Spaß machen, den mal persönlich kennenzulernen. Und einen YouTuber habe ich tatsächlich schon kennengelernt hier aus meiner Umgebung. Den stelle ich aber später noch vor. Frage Nummer 5. Was hast du dir schon immer vorgenommen, aber noch nie geschafft zu machen? Ja, es gibt da tatsächlich eine Sache, die ich mir wirklich schon einige Zeit jetzt vornehme. Das ist eine Weitstreckenwanderung zu machen, einen Long Trail, einen Fernwanderweg. Es wäre tatsächlich nicht der Jakobsweg oder sowas, sondern ich würde entweder den österreichischen Fernwanderweg 04, den Voralpenweg, gehen, der so einmal von Ost nach West quer durch Österreich geht, mit einem Stück durch Bayern, über das kleine deutsche Eck. Oder die Alternative dazu wäre, wenn ich wirklich richtig viel Zeit hätte, die europäischen Fernwanderwege von mir daheim weg, hoch über das Baltikum, Estland, Lettland, Litauen, bis ja, nach Finnland, dann hoch nach Norwegen, ans Nordkap. Und dann über Norwegen, Schweden, Dänemark und Deutschland wieder zurück. Das wäre auch so eine Tour, die wäre auch mal richtig cool. Aber dafür bräuchte man halt wirklich richtig, richtig viel Zeit. Ja, wer weiß. Vielleicht ergibt sich das irgendwann mal. Ja, kommen wir somit zur Frage Nummer 6. Aus welchem Bundesland oder welcher Stadt kommst du? Also ich komme aus dem Bundesland Niederösterreich, in Österreich, Nähe der Stadt Wien. Ganz genau heißt unsere Gemeinde hier Breitenfurt bei Wien. Das ist an der südwestlichen Stadtgrenze von Wien, gehört noch zum Bezirk Mödling, liegt mitten im Wienerwald, den ja schon eher an den nördlichen Ausläufern, und ja, das ist, wo ich herkomme. Frage Nummer 7. Was ist dein Leitsatz oder dein Motto? Also wenn ich eins habe, dann ist das geht nicht, gibt's nicht. Weil irgendeine Möglichkeit, eine Lösung findet sich immer. Man braucht vielleicht nur ein bisschen Zeit, um darüber nachzudenken. Aber dass irgendetwas nicht geht, es kann mal ein Kostenthema sein, dass man es nicht macht, aber geht nicht. In Zeiten wie diesen eigentlich muss man sagen, geht nicht, gibt's nicht. Das könnte mein Motto sein oder mein Leitsatz, wenn es sowas gibt. Frage Nummer 8. Wenn du dir eine Sache wünschen könntest, was wäre das? Wenn ich mir etwas wünschen könnte. Also wenn ich mir tatsächlich etwas wünschen könnte,
und dass dieser Wunsch würde erfüllt werden oder könnte erfüllt werden, dann wäre das, dass meine Mutter nicht mehr unter solchen Schmerzen leiden müsste, wie sie das über die letzten Jahre und Jahrzehnte schon mitmacht. Das ist, denke ich, das, was ich mir tatsächlich wünschen würde. Frage Nummer 9. Wieso betreibst du deinen YouTube-Kanal? Warum? Saustarke Frage. Hat eigentlich keinen bestimmten Grund. Das hat sich irgendwie so ergeben. Ich habe irgendwann angefangen, Reiseberichte zu schreiben. Habe dafür dann eine Homepage gemacht. Bin dann vom Schreiben aber irgendwie wieder abgekommen. Habe dann eine Zeit lang einen Podcast gemacht, also reines Audioformat. Den gibt es auch immer noch. Das war im Prinzip das ursprüngliche Format von Individuell Unterwegs. Wenn ihr euch die allerersten Videos anschaut, die hier auch auf dem Kanal sind, dann habt ihr das im Prinzip auch halt mit Fotos dann auch eingeblendet. Das sind im Prinzip die alten Folgen vom Podcast. Auf dem YouTube-Kanal noch nicht alle rübergespielt, aber ungefähr die Hälfte. Der Podcast ist aber im Großen und Ganzen, ja, ich würde nicht sagen tot, aber inaktiv, da mache ich eigentlich nichts mehr. Und bin dann irgendwie zu YouTube gekommen, mache das jetzt seit, ich glaube, November letztes Jahr, November 2016, also noch nicht allzu lang. Macht mir aber sehr viel Spaß, muss ich sagen, ist irgendwie ein Format, was mir sehr gut liegt, was mir sehr viel Spaß macht. Auch die Interaktion mit der Community, mit all den anderen YouTubern, den anderen Kanälen und allen euch da draußen. ja, es macht Spaß und ein bisschen mache ich es auch für mich selber, weil das für mich so eine Art Tagebuch auch ist, wo ich irgendwann mal zurückschauen kann und mich erinnern kann, ah ja, da war das, da war das. Das ist eigentlich so das im Großen und Ganzen, warum ich das alles mache. Viel hat sich einfach ergeben und also ich will jetzt damit nicht reich werden oder so. Ich glaube, das sind auch die wenigsten YouTuber, denen das auch wirklich gelingt. Es gibt allerdings einige da draußen, die tatsächlich davon leben können. Ganz passabel. Das finde ich auch absolut in Ordnung. Ist jetzt aber kein erklärtes Ziel von mir. Also ich mache das einfach, weil es mir Spaß macht. Und weil ich die Interaktion mit euch gerne habe und weil mir das Format einfach Spaß macht. Frage Nummer 10 von Martin. Wie schätzt du mich als Typ ein? Also ihn in dem Fall. Wie schätze ich dich ein? Ein bisschen schwierig, für das kenne ich dich eigentlich nicht gut genug, um das wirklich sagen zu können. Weil ich glaube, selbst Menschen, die man relativ gut kennt, zeigen immer wieder mal eine Seite, mit der man nicht gerechnet hat. Also es ist schon bei Leuten relativ schwierig, mit denen man persönlich öfter Kontakt hat. Und dann so nur aus ein paar Videos, ist echt schwer zu sagen. Also ich liege wahrscheinlich meilenweit daneben mit meiner Einschätzung. Aber ich denke, du bist
schon ein Typ, der recht geradeaus geht und die Sachen auch recht gerade heraus sagt, die er sich denkt, im Großen und Ganzen. Ich denke, du bist ein ehrlicher Typ und ich denke, wenn, so wie ich dich einschätze, also wenn man dich als Freund gewonnen hat, glaube ich, bist du jemand, auf den man sich auch wirklich verlassen kann. So würde ich dich einschätzen, aber wie gesagt, ganz schwierig, weil dafür kenne ich dich einfach nicht gut genug. Aber es ist halt das, was ich aus den Videos heraus sagen kann und ein bisschen aus den Kommentaren. Recht viel mehr kann ich eigentlich über dich nicht wirklich sagen. Für das kenne ich dich einfach noch nicht gut genug. Dafür müssen wir uns zuerst einmal irgendwo treffen, bevor ich da irgendwas noch wirklich dazu sagen kann. Und das bringt mich auch zur Frage Nummer 11 und damit der letzten Frage, die du mir gestellt hast. Wann machen wir einen Lost Place Overnighter oder eine Tour zusammen? Ja, prinzipiell jederzeit. Also an mir soll es nicht scheitern. Also jederzeit gerne. Meld dich einfach. Also kannst gerne zu mir nach Österreich kommen. Können wir gerne mal was machen. Ich kann es sicher auch mal einrichten, dass ich mal zu dir hochfahre, nach Thüringen. Also ich sage mal, gerade von München, ja, es ist schon ein Stück, aber es sind jetzt keine Distanzen, die ich nicht fahren könnte, weil ich fahre jedes Wochenende von Wien nach München, also sind wieder zurück. Oder eigentlich von München nach Wien und wieder zurück. Also von dem her sind das jedes Wochenende 800 Kilometer, die ich da runterspule. Von dem her habe ich da jetzt nicht den großen Schmerz damit. Also, können wir auch gerne mal machen, kein Thema. Lost Place bin ich sofort dabei, kein Problem, Übernachtung auch. Ich habe auch alles, also musst mir nur Bescheid geben, was du machen willst. Und irgendeine Tour sowieso, also ja, melde dich einfach, jederzeit gerne. Gut, damit sind wir die Fragen von Martin durch. Martin, Survival Ost, ich bedanke mich nochmal ganz, ganz herzlich bei dir für die Nominierung. Es hat mir Spaß gemacht, ich habe einen Grund gehabt, wieder rauszugehen, habe ich mich ablenken können. Und ja, ich denke, es hat mir auch was gebracht, ich hoffe dir auch. Und ich möchte natürlich diesen Award jetzt auch weiterführen und werde dementsprechend meine 11 Fragen dann unterhalb des Videos auf der YouTube-Seite in die Videobeschreibung packen. Und jetzt werde ich noch meine YouTube-Kanäle nominieren, von denen ich gerne eine Antwort hätte und von denen ich mir wünschen würde, wenn sie diesen Staffellauf weiterführen. Der erste, den ich nominieren möchte, ist der Tiroler. Wobei der Name ein bisschen verwirrend ist, weil eigentlich kommt er zwar ursprünglich aus Tirol, wohnt aber bei mir in der Nähe, also im Osten Österreichs, ist noch ein sehr junger YouTuber, ist jetzt seit 2 oder 3 Monaten dabei, Videos zu machen und kann sicherlich noch den einen oder anderen Abonnenten gebrauchen. Beschäftigt sich primär mit dem Thema Bushcraft und Survival. Und
ist jetzt auch noch nicht so der Experte drinnen, aber ihr könnt so ein bisschen ihm quasi bei seinem Werdegang ein bisschen zuschauen. Macht auch immer wieder Touren mit dem Mountainbike und so, Erkundungsfahrten etc. Ja, gebt ihm eine Chance, schaut dort vorbei. Und lieber Chris, alias der Tiroler, du bist meine Nummer 1 für diesen Award. Der zweite Kanal, den ich gerne nominieren möchte, ist der Kanal Life is Outdoors. Ist ein Pärchen aus Tirol, die sehr schöne Videos machen, machen sehr viel Wanderungen, Geocaching, immer wieder mal auch so ein bisschen Klettern. Haben sie in der Vergangenheit mehr gemacht, machen sie jetzt im Moment ein bisschen weniger, aber es gibt immer wieder mal was. Sind auch wunderschöne Aufnahmen, die beiden machen. Vom Videostil her auch sehr witzig gemacht, mit interessanter Musik hinterlegt. Ja, liebe Tammy, lieber Edi, ihr zwei dürft auch gerne meine Fragen beantworten. Ihr seid also meine Nummer 2, die ich hier nominieren möchte für den Liebster Award, für meine Fragen. Der dritte Kanal, den ich euch gern vorstellen möchte, ist der Kanal Chia Schlossmühle. Lieber Martin, du bist der dritte im Bunde. Du machst immer saugeile Videos mit richtig schönen Landschaftsaufnahmen, wunderschöne Panoramen in den Tiroler Bergen. Das ist einfach traumhaft. Bist auch ein sau cooler Typ. Ich möchte auf jeden Fall deine Rottweiler Hündin, die Chia, in dem Antwortvideo sehen. Du weißt, dass ich sie vermisse. ja, also ich hoffe, ich bekomme sie mal wieder zu Gesicht und mache auf jeden Fall auch weiter so. Und das ist, Leute, ihr solltet dem Martin vom Kanal Chia Schlossmühle auf jeden Fall auch einen Besuch abstatten. Sind richtig coole Videos. Ja, das sind meine drei Nominierungen: der Tiroler, Life is Outdoors und Chia Schlossmühle. Ihr drei dürft meine 11 Fragen beantworten und ich hoffe, ihr tut's das auch und ich hoffe, ihr habt dann auch so viel Spaß bei dem Video und bei den Antworten, wie ich es heute mit der Beantwortung der Fragen von Martin von Survival Ost gehabt habe. In dem Sinne hoffe ich, euch allen da draußen hat dieses Video gefallen und vielleicht habt ihr auch ein bisschen was über mich gelernt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn ihr dem Video einen Daumen hoch geben würdet. Teilt das Video und wenn ihr es noch nicht habt, abonniert meinen Kanal, wenn euch das gefällt, was ich hier mache. In dem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß auf euren Touren. Schaut, dass es rauskommt. Bis zum nächsten Mal. Euer Chris.